Wie wichtig ist das gemeinsame Gebet und die Forschung der gemeinsamen Ahnen in einer Community? Ich bin gerade fast an einem Kultplatz, würde man sagen. Es ist ein einfaches Waldstück im Schweizer Kanton Aargau. Ich zeige euch mal, was da ist. Das wird zur Verfügung gestellt vom Kanton selbst. Eine Feuerstelle, die gratis genutzt werden kann. Eine Wasserstelle, die ebenfalls gratis genutzt werden kann. Und ein Baumkreis, der ziemlich sicher absichtlich gepflanzt worden ist. Es ist höchst weltlich und trotzdem erzeugt es und evoziert es tiefe Urverbundenheit mit dieser Erde. Und diese Erde hat keltischen Ursprung. Ganz ähnlich wie auch mein Gebiet, wo ich aufgewachsen bin. Der Raum um Wien in Österreich, Niederösterreich, in der Nähe des Flusses der Donau, die ja nicht so weit entfernt von hier entspringt, in Donaueschingen. Und es war für mich immer klar, dass meine Spiritualität ganz stark verbunden sein muss mit dieser Mythologie des Wunders und des Märchens des Waldes. Also das war ganz stark, deswegen bin ich sicherlich auch als Kind so stark angesprochen auf Fantasy, Tolkien, Elben, Zwerge, Trolle, Orks und Lichtwesen. Und mir war lange nicht klar und nicht bewusst, dass das etwas ist, was viel mehr Menschen verbindet, als wir meinen. Und dass mein Weg über das chinesische Kung Fu, das indische Yoga und Tantra bis hin zur Urquelle des Ägyptischen und Sumerischen tatsächlich wiederum etwas mit meinen keltischen Wurzeln zu tun hatte. Hallo, Albert Emanuel Kessler, euer Heart Community und Herzkraft Coach zum Thema Rückverbindung und gemeinsames Gebet in Community und warum ich mit Alela Yoga wirklich vieles und viele spirituelle Körperschulen erforscht habe und schlussendlich dann beim Druidentum gelandet bin und warum ich so überzeugt bin, dass dieses Feld eine unglaubliche Basis bietet, um vielen Religionen, vielen spirituellen Richtlinien eine Möglichkeit des Miteinander Kommunizierens zu geben. Denn das ist das, was ich meine für Community, für Gemeinschaft, in der wir auf jeden Fall genetisch aus den unterschiedlichsten Ecken kommen werden. Je älter die Menschheit ist, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie genetisch sehr durchmischt ist. Also da gab es ja auch dieses eine Video, wo man eben Menschen befragt haben, was ist ihr Background, also ihr genetischer Background und wo glaubst du, bist du zu Hause und was ist sozusagen deine Wurzel. Und dann fand man halt eben heraus innerhalb dieses Experiments durch den Gentest, dass jeder von jedem genetische Anteile hat, dass in jedem kaukasischen, noch so weißen Europäer mittlerweile ganz viel genetisches Material aus dem Orient, aus Innerasien, teilweise sogar auch aus Afrika drinnen steckt. Ob wir das wollen oder nicht, je älter unsere menschliche Rasse wird, so umso durchmischter sind wir. Und es hat immer Völkerwanderungen gegeben, teilweise auch ganz bewusst herbeigeführt, damit eben der Genpool sich auch ein bisschen durchmischt und natürlich auch, damit sich bestimmte Strukturen, die auf der einen Seite Stärke und Halt geben, eben weil sie so eine starke Blutslinie hatten, die halt bis zu einem gewissen Grad die Linie auch reingehalten hat, gleichzeitig aber auch diesen inzestiösen Effekt hatten und dadurch massiv, sowohl politisch wie auch eben schicksalshaft, durchmischt wurden. Kommen wir nochmal zur Frage zurück, warum Keltentum, warum Druidentum und was macht es überhaupt aus, in einer Community gemeinsam zu beten?
das, was ich euch sagen kann aus langzeitiger Seminarerfahrung, ist, in dem Moment, wo eine Gruppe sich im Kreis zu einer Meditation, die eine Rückverbindung vor sich nimmt. Und Achtung, Rückverbindung im Lateinischen heißt religare. Und religare heißt nichts anderes, als eben diese Verbindung zur Quelle zu finden, zu suchen. Und unser Wort Religion, das mittlerweile einen ganz, ganz, ganz negativen Touch von Dogma und Doktrin hat, was im Wort selber überhaupt nicht enthalten ist. Da geht es um dieses Versuchen, sich zu erinnern, woher wir kommen, wo unsere Urwurzeln sind. Und das sage ich gleich dazu, das geht weit über das Keltische hinaus. Das ist viel, viel, viel weiter in dieser Urerinnerung, dieser Urquelle. Und wann immer wir das gemacht haben, war Bonding die unmittelbare Konsequenz. Unmittelbar, wo wir gemeinsam diesen Schritt, diese Schwelle zur Quelle übertreten haben, und du merkst das in einer Meditation, merkst du diesen Moment, jetzt sind wir dort, jetzt sind wir dort angekommen, jetzt sind wir dort verbunden, erkennen sich Seelen. Findet tiefe Berührung auf mehreren Ebenen statt und man will sich noch einmal auch physisch dann näher kommen. Nach so einer Meditation wollen die Leute zusammenrücken. Deswegen macht sie auch sehr viel Sinn, wenn sie im Rahmen eines Körperseminars, wo wir uns sehr viel berührt haben, wir haben es beim letzten Video über Kontaktimprovisation, über dieses, was ich im Combata Lela entwickelt habe, diese Massage, dieses sich führen lassen und gleichzeitig ein bisschen Widerstand geben, sich in einlassen auf diese Begegnung zwischen Tanz, Massage und Kampf, wo dieses Antagonistische und dieses Füreinander-Dasein verschmelzen zu einem Energiekörper. Das öffnet. Und wenn wir dann aber dann auch noch über die Meditation, über das Gebet, über ein gemeinsames Summen und Singen eintreten in diese Urquelle, diese Einheit, dann findet tiefes Bonding statt. Und da braucht es gar nicht so viel Tradition oder Philosophie oder Mystik bzw. Regelwerk, sondern es braucht nur die Bereitschaft dafür. Die Regeln und das sozusagen das Brimborium rundherum machen Sinn, um Dinge noch etwas mehr zu vertiefen und um dem Verstand Ankerpunkte zu geben. Denn in diesen Einheitsfeldern, wo wir einfach nur eintauchen durch sanftes Trommeln, wunderbare Naturklänge, tiefes Atmen und Summen, ist eine Erfahrung, die schwer greifbar ist, die zwar total verbindet, aber, und das ist auch da, ist eine gewisse Gefahr, auch den so einen kleinen Suchtfaktor schafft und einen Fluchtfaktor. Also wenn wir in diesen Räumen sind und es geht uns so irrsinnig gut, weil wir eben so dieses Einheitsgefühl spüren, dann nutzen wir diese Räume oft, um uns vor unseren irdischen Problemen davonzulaufen. Und das ist nicht die Idee. Davor warnen auch viele Schamanen. Wir beten und wir gehen in die Anderswelt, um fürs Hier und Jetzt Antworten und Anweisungen, vielleicht auch Heilung zu erhalten. Also es geht wirklich um das Hier und Jetzt. Und Hier und Jetzt bedeutet, dass wir mit beiden Gehirnhälften arbeiten. Und das bedeutet, dass wir sowohl intuitiv als auch intellektuell an bestimmte Themen herangehen. Und da macht es Sinn, sich sowohl historisch auseinanderzusetzen, wobei Geschichte immer so ein ganz feines Thema ist. Die meisten unserer Geschichtsschreibungen sind höchst politisch und werden von den Gewinnern von Kriegen geschrieben. Ja? Das heißt, man muss da aufpassen, was man mit welcher Ideologie zu sich nimmt. Aber bestimmte Muster, Konstrukte, spirituelle Systemaufbau, ja, machen Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, weil sie, wie gesagt, Andockpunkte zu einem gemeinsamen Vokabular bieten. Also wir können über gemeinsame Dinge sprechen und wir finden dadurch auch Ankerpunkte zu anderen. Und wenn ich spüre, dass eine Community etwas braucht, dann ist es dieser unglaubliche Wunsch, aus den unterschiedlichsten Kulturen über ihr Verständnis die Gemeinsamkeiten und die Ankerpunkte zu suchen und zu finden. Das ist bis zu einem Großteil, bis zu einem gewissen Grad eigentlich voll. Das ist die
Philosophie des Alela Yoga. Alela Yoga ist entstanden auch aus einer Verwirrung von so vielen Einflüssen von Seiten des Theaters, und innerhalb des Theaters gibt es ja schon so viele Philosophien, der Kampfkünste, des Yoga, und auch da gibt es ja unglaublich viele Ansätze, und den spirituellen Heilweisen, also den sämtlichen Formen des Schamanismus und der, sage ich jetzt einmal, natürlichen Heilkraft, der Selbstheilkraft und natürlich bis zu einem gewissen Grad auch der Naturheilmethode, die jetzt eben nicht viel braucht, außer meinen Körper, meine Fähigkeit, Druck auf den Körper auszuüben, und meine geistige Welt mit diesem Schmerzen dann so umzugehen, dass sie sich zu kraftvollen Herzen verwandeln. Also ihr seht, allein diese Palette hat schon gute 9 bis 12 unterschiedliche Richtungen in sich, und mir war es wichtig, ein System zu schaffen. Da sind wir wieder. Ein System ist ein Hilfsmittel. Es ist nie die ganze Wahrheit, aber es gibt einem die Möglichkeit zu kommunizieren, und das war mir wichtig. Ankerpunkte zu schaffen, die so viel Gemeinsamkeiten miteinander haben, dass, wenn ich mich auf diese stütze, ich in alle Richtungen mich entwickeln kann. Je nach Schwerpunkt, je nach Wunsch, Lust und Laune kann ich da tiefer eintauchen, in verschiedene Richtungen. Und genauso war mir wichtig, eine Spiritualität zu finden, die mir die Möglichkeit gibt, in verschiedene bereits bestehende Glaubens- und sag ich jetzt einmal, spirituelle Philosophien einzutauchen, ohne meine Basis zu verlassen, die mich irgendwo in mir, in meiner Erde, in meinem Himmel, in meinem Herzen, aber auch in einer Möglichkeit des ständigen Kommunizierens zu halten. Also die Essenz von dem, was ich hier, glaube ich, auch zusammenbringen möchte, ist, wenn ich diesen Wunsch habe, ja, da sind wir wieder bei diesen 3 Säulen, diese Liebe dazu, dass ich miteinander kommunizieren möchte und die Verantwortung auch dafür übernehme, dass ich das als eine Priorität sehe. Ich möchte diesen Graben von Babylon überwinden. Ja, diese Urwunde in der Menschheit, dass wir eben nicht mehr eine einzige Sprache sprechen, dass wir nicht eine eigene Kultur haben, sondern dass sich das in so und so viele Hunderte von unterschiedlichen Varianten dieses Urwissens gebracht hat, und wir dadurch keine Möglichkeit haben, immer mehr Brücken zu bauen, außer wir weichen auf eine Weltsprache oder auf eine Kunstsprache aus. Und da sehe ich halt eine spirituelle Mission, vor allem eben in Gemeinschaft, die Möglichkeit zu suchen, trotz dieser Diversität und vielleicht auch trotz dieser Buntheit, die ja vielleicht im Endeffekt auch wiederum was Positives sein kann. Dann haben wir eben einen Regenbogen, eine unglaubliche Farbpalette, die zusammengefasst trotzdem wiederum dieses eine weiße Licht ergeben. Das ist ja das, was diesen Regenbogen ja auch ausmacht. Erst aufgespalten und im Endeffekt aber doch wiederum verbunden mit diesem einen großen Lichtstrahl. Das sehe ich als eine essentielle Arbeit im Heilwerden der Menschheit. Also ich suche die Unterschiede, aber gleichzeitig suche ich in den Unterschieden die Verbindungen. Und da macht es absolut Sinn, dass wir uns dafür Zeit und Kraft nehmen, und dass es auch in jeder Community dafür ein Amt gibt. Einen Priester, einen Druiden, einen, sage ich mal, spirituellen Schatzmeister, der vor allem eine Aufgabe hat, die Backgrounds, die Ahnen und Erbschaften der Menschen, die da sind, und zwar wirklich konkret nach ihrer Herkunft, ganz persönlich. Ja, weil jemand kann aus dem Sudan kommen und trotzdem Anteile von jüdischer Familie und vielleicht indischem Einfluss haben. Es kann jemand geboren worden sein im Kulturfeld von Hawaii und höchst kaukasisch-keltische Wurzeln haben. Also dieses Schauen, wo bin ich geboren worden, was hat mich geprägt im ersten Atemzug meines Lebens. Also wer sich schamanisch ein bisschen auskennt, weiß, dass das nicht unwesentlich ist. Es ist nicht unwesentlich, wo ich meinen ersten Atemzug gemacht habe, weil die Energien des Ortes und der
der Kräfte inklusive der Sternenkonstellation an diesem Tag, also unser ganzes astrologisches Wissen baut ja darauf auf, haben einen Einfluss darauf und prägen mich emotional. Und da sind wir jetzt wiederum bei diesem Grund, warum es für Community so wichtig ist, weil das sind wiederum solche Urmuster, die neben meinem Aufbringen oder meiner Aufzucht, wenn man so will, als Kind der Familie, in der ich aufgewachsen bin, auch noch diese Prägung haben. Ich trage bis zu einem gewissen Grad, ob ich will oder nicht, das Erbe und das Wissen meiner Ahnen unbewusst mit. Setze ich mich nicht damit auseinander, wird es mich einholen und es sind große Fragezeichen, warum ich auf bestimmte emotionale Themen so unglaublich zart und verletzlich reagiere und dementsprechend auch verletzlich bin in einer Gemeinschaft und welche Themen mich entweder gar nicht berühren oder im Gegenteil stärken und noch mehr in meine Kraft bringen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass diese Arbeit mit Naturgeist, mit Seele in der Schöpfung und den Elementen Erde, Feuer, Wasser, Luft und Raum, die sich ja interessanterweise auch durch das Yoga, auch durch bis zu einem gewissen Grad in übersetzter Form, im Tao, in einer anderen Form wiederfinden. Also die fünf Elemente des asiatischen Raums sind nicht gleichzusetzen mit den fünf Elementen des europäischen Raums. Aber sie haben eine ähnliche Idee des Aufbaus und des sich Beeinflussens und der Verbindung zu Körperorganen und emotionalen Zuständen, dass ich sehr wohl hier eine Verwandtschaft erkenne. Und wir haben diese Elemente auch ganz stark in den schamanischen Traditionen, und zwar in sämtlichen. Der Native-Schamanismus arbeitet auch mit den vier Winden, die wiederum vier Elementen zugeordnet ist. Der Urschamanismus hatte ursprünglich nur drei Elemente, Erde, Wasser und Luft. Das Element Feuer oder das Element Sonne war der Transformator für diese. Und das Element Raum und Spirit ist etwas, was wir eben ganz stark eben auch im System des Yoga immer wiederum finden, aber eben auch im Keltischen haben, also beziehungsweise in diesem Kulturkreis, dass der Raum, der alles miteinander verbindet, ja, das ist auch, wo diese Idee des germanischen Tings Platz hat. Ich sitze im Kreis, ich rede, was Sache ist, ich habe eine gewisse Reife und eine gewisse Kraft und auch ein gewisses Vertrauen der Gruppe, auch hier sprechen zu können. Und ich bin mir meiner Verantwortung dieses des Allumfassenden meiner Worte und Handlung in diesem Raum bewusst. Ja? Und da ist auch das ganz ein großes Thema männlich und weiblich, der männlich und weibliche Aspekt des ständigen Ausgleichs. In der keltischen Tradition durchaus auch ein fast stärkeres, also ein Führen der weiblichen Kraft, ein Führen des Wechsels von Anschwellen, Fülle, Geburt und dann auch Sterben und bis zu einem gewissen Grad Vergehen, weil es dem Lebenskreis und dem Jahreskreis und dem Leben einfach schlichtweg näher ist. Ja? Nicht, weil Frauen prinzipiell die besseren Menschen sind, sondern weil die Natur des Weiblichen mit dem Leben, das uns umgibt und der Natur, die wir sind, viel mehr Umfassendes hat. Das ist einfach ein Raum, der größer ist. Mittlerweile wissen wir auch aus den ethnischen und anthropologischen Studien, dass der Urmensch sehr wahrscheinlich weiblich war. Also bevor es die Geschlechtertrennung gab, waren die ersten Säuge oder Säugetiere beziehungsweise auch die menschliche Rasse sehr, sehr wahrscheinlich war das diese schwarze Urmama. Wir sind auch ziemlich sicher, dass eben Afrika eine der Wiegen der Menschheit ist. Und das bestätigt sich in der Geschichte nicht so ganz. Achtung, aufpassen, also jetzt sind wir wieder in zwei unterschiedlichen Timelines, aber es macht für mich absolut Sinn, dass der Mann eben, wie wir ihn kennen, mit den Brustwarzen eine Variation des Weiblichen ist. Und das macht auch für mich in der Genetik Sinn, weil XX ist
hat eine gewisse Vollkommenheit, eine Dualität, die sich spiegelt, während XY eine Variante davon ist und eben nicht ganz genetisch so vollkommen. Ja, und da sind wir bei einem ganz sensiblen Thema, weil nur weil die Genetik die Voraussetzungen nicht gibt, heißt es nicht, dass jedes menschliche Wesen Vollkommenheit erlangen kann, eben weil wir ja noch etwas, so etwas wie Geist und Seele haben und die ist Gott sei Dank ein bisschen unendlich. Da ist eine Möglichkeit, fast alles auszugleichen und da spüre ich auch den Heilauftrag in der Spiritualität, dass Mann und Frau sich erkennen kann im jeweiligen. Das heißt, ich spüre diese Urmutter, diese Urfrau natürlich selbstverständlich auch in mir und ich setze voraus, dass die Urfrau, die ja sowieso dieses größere Gebilde ist, selbstverständlich in sich diesen Urmann auch spüren kann. Das heißt, das Erkennen vom jeweilig anderen, Jung spricht davon Animus und Anima, das sehe ich jetzt in der Zeitqualität als eine der wichtigsten Herausforderungen. Die Heilen der Urwunden können wir nur, wenn wir uns auch spirituell der Urgöttin und dem Urgott öffnen. Und das Keltische bietet eben da hier bereits schon ein relativ schönes Konstrukt an, wobei wir dazu sagen müssen, das, was wir als keltisch bezeichnen, wir nie sicher sein können, ob es eben keltisch ist, weil eben die Überlieferungen sehr spärlich waren und erst ganz, ganz, ganz zum Schluss wir eben aus dem Christlichen, im Irischen, in dieser Geschichtsschreibung erst erkannt haben, aha, hier haben einige Druiden das Christentum genutzt, um ihre Botschaften versteckt, sozusagen unter dem Deckmantel, ich bin ja eh ein konvertierter Mönch und ich gehöre ja eh schon praktisch zur neuen intoleranten Religion. Die haben uns diese Quellen hinterlassen. Das heißt, wir mussten aus diesen Dingen erst neu aufbauen und natürlich dann anreichern mit innerer Schau, religare, mit diesem Rückverbindung aus dem, was wir hier intellektuell wissen und dann in das, was wir intuitiv erfahren und spüren. Und da sind wir wiederum bei dieser Brücke, denn dort, wo wir ein gewisses Wissen haben, können wir mehr, was uns in der Intuition gegeben wird, interpretieren. Das weiß ich wirklich aus eigener Erfahrung. Viele Menschen, die mir Träume gesagt haben, konnte ich mit dem Wissen aus meiner spiritueller Arbeit, von Astrologie bis hin zu eben auch schamanischem Totem-Wissen durchaus so interpretieren, dass es hilfreich wurde. Dass es eine Art von Andockpunkt hat. Und der Grund, warum das eben mit diesen alten schamanischen Traditionen so stark ist, ist, dass sie offensichtlich verbunden sind. Das ist das, was Michael Harner ja auch so fasziniert hat zugeben müssen. Er ist den ganzen Kontinent bereist, hat als Anthropologe sich wirklich auf dieses schamanische Feld eingelassen und hat festgestellt, die Tiere, die Symbole, die Botschaften, die in diesen geistigen Traumreisen der Schamanen zu ihnen kommen, sind verwandt. Die haben ähnliche und teilweise fundamentale archetypische Funktionen, die völkerübergreifend sind. Und das ist eben wiederum ein weiterer Grund, warum ich mich diesem Kulturgut so zugewandt fühle, weil es für mich so eine starke Wurzel des Menschseins in sich hat. Die Art, wie wir das dann ausleben, ist dann eine sehr individuelle und das möchte ich dann gleich im nächsten Abschnitt noch genauer erläutern, wie ich mir das vorstelle. Aber die Basis macht Sinn in dem. Und das sind jetzt wirklich 20 Jahre Erfahrung von ständiger Suche und ich spreche vielleicht sogar noch von 25 oder 26, weil meine spirituelle Suche begann mit 12 oder wahrscheinlich sogar noch früher. Also ich bin sehr in einem sehr protestantisch-christlichen Haushalt aufgewachsen, habe viel sehr früh Buddhismus kennengelernt, weil wir einen Freund der Familie hatten, der eben aus dem eigentlich indonesischen Raum kam, aber eben auch viel Kung-Fu gemacht hat und da einfach eine andere Art des Zugangs hatten. Meine Eltern waren in Indien, haben sich da sehr inspirieren lassen. Also ich habe Zugang sehr früh gehabt, auch zu anderen, anderen kulturellen Überzeugungen. Und seit meiner Konfirmation, die ich nach wie vor also als einen wichtigen Reifeprozess in mir erlebt habe, war ich eigentlich am Suchen und am Forschen.
und habe eigentlich erst über die Arbeit mit meinem Körper, nämlich über das, über das Feld des, des Musiktheaters in Verbindung mit dem Feld von Kampfkunst und Yoga, erst gemerkt, was ich zu meiner Basis machen möchte, und das hat mich schlussendlich zum druidischen Keltentum gebracht. Hier, soweit einmal ein erster Eindruck, warum ich jetzt glaube, dass eben das Rückverbinden zu unseren Ahnen, und ich eben in dem Fall nehme jetzt einmal konkret das Keltische heraus, als das, was ich empfinde, eben weil ich dort geboren worden bin, weil ich in diesem, aus diesem Donaukeltentum definitiv etwas mitgenommen habe und weil es mich in der inneren Schau unglaublich anspricht. Also, dass sobald ich Harfenklänge höre, sobald ich keltische Legenden höre, sobald ich so einfache Dinge wie Lord of the Dance, der ein irische Stepptanztruppe, die eigentlich nichts anderes war als wiederum Fantasie, aber diese ganz starken Archetypen in ihrem Tanz angesprochen haben, da wusste ich, ich fühle mich dem zugehörig, das bin ich. Und deswegen muss ich von dem, was ich bin, natürlich eine Basis setzen. Gleichzeitig will ich aber aus dieser Basis eine Kommunikation schaffen. Und wie das ist, sage ich euch. Richtig ist es jetzt, diese Säure, die Base, also sind wir wieder bei den Polaritäten, diese Basis des, sage ich jetzt einmal, Alela-Keltentums, weil es ist ja auch da wiederum, auch das ist ja ein Konstrukt. Also das, was ich biete, ist immer ein Sukkus von vielen Dingen. Wie wichtig ist es, das jetzt kreativ für die Community zu nutzen? Und ich möchte noch einmal ganz kurz auf dieses keltische Verbindungsgeflecht eingehen. Also für mich hat eben dieses druidisch-keltische ganz stark mit dem indogermanischen Kulturkreis zu tun, dass viele Dinge in ihrer Wiege aus dem Indischen kamen. Also das, was wir im Yoga sehen, hat einen gewissen, sage ich jetzt einmal, für Europa einen gewissen Samen, einen gewissen Ursprung, und der zog sich dann kulturell vom Osten entlang der Flüsse in den ägyptischen, in den orientalischen Raum, dann bis hin eben in den mesopotamischen Raum und dann schlussendlich dann über Griechenland die Flüsse aufwärts durch die Gebiete, die wir eben jetzt Mitteleuropa nennen, bis ganz weit hinauf in den Westen des heutigen Irlands, wo es dann mehr oder weniger an der Wasserfront zu einem Halten kam und wo ihn dann mehr oder weniger dieses Wissen dann mehr oder weniger eingeholt worden ist durch diese neue christliche Religion, die übernommen wurde schlichtweg von den Machthabern, den Römischen, und somit zu einem neuen Imperativ wurde, der eben gerade eben von diesen letzten Kelten, den Inselkelten, die sich dann mehr oder weniger konvertieren ließen zum Schein, um in der jetzt zur Verfügung gestellten Schriftlichkeit, also man weiß, dass die Druiden sehr wohl auch griechisch schreiben konnten und auch ihre eigenen Schriften hatten, aber eben ganz bewusst keine Bücher geschrieben haben. In dieser Zeit, diesem mehr knappes 2. 3. Jahrhundert nach Christus, war es dann so weit, dass sehr wohl einiges aus diesem Wissen niedergeschrieben wurde. Und deswegen sehe ich das als so völkerverbindend, so intereuropäisch, so indogermanisch, und somit den Leuten, die hier geboren worden sind, auch eine gewisse Zugänglichkeit, die als eine gute Basis dient. Und jetzt wäre es aber interessant, aus dieser Basis wiederum einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, wir haben zwar ein gewisses Konstrukt, mit dem wir uns arrangieren, wir haben Körperlichkeit, wir haben Atem, wir haben Bewegung, die zugeordnet sind jedem der Elemente. Also ich habe jedem Chakra eine gewisse Bewegungsqualität gegeben, eine gewisse Emotionalität und einen gewissen Ton und Klang. Also das ist alles sehr hintereinander verbunden. Und in einem normalen Alela-Programm gehen wir auch durch ein gewisses Medizinrad, beginnen im Osten, gehen dann zum Süden, Westen und Norden. Und zu jedem dieser Himmelsrichtungen gibt es eine gewisse Bewegungsabfolge, die auch sehr emotional verspielt und körperkräftigend ist. Für mich ist Spiritualität dann wesentlich, wenn sie meiner Gesundheit, also physisch wirklich etwas gibt. Wenn mein Gebet und mein Training, ja, mein Workout sich fast nicht voneinander unterscheiden, habe ich das Gefühl, habe ich eine richtig gute Spiritualität gewählt, weil dann wird sie nie zur Pflicht, sondern ist sie eigentlich immer verbunden mit Lust am Kultivieren meiner Gesundheit. Ja.
ganzheitlichen Gesundheit. Und wie kann das jetzt zu dem Instrument werden, das alle Wesen, die in dieser Community sind, einlädt? Und da fängt die spannende Forschungsarbeit an, denn da eben kommt eben die Ethikkommission oder die spirituelle Kommission der Community und interviewt jedes Community-Mitglied nach seiner bisher gelebten Spiritualität, nach seinen Ahnen, seiner irdischen Verwandtschaft und Heritage, also Erbschaft im Sinn von was für Einflüsse haben wir da, und schafft dann in der Forschungsarbeit Verbindungen, die eben sich in diesen Kreis integrieren lassen. Prinzipiell ist es wie das die gleiche Arbeit, die sehr viele ökumenische Richtungen haben. Es gibt ja einige wunderschöne Kirchen, auch in den Vereinigten Staaten, die sich eben als Haus der gesamten Religionen sehen und wo wirklich konkret in diesen Räumlichkeiten jeden Tag ein bisschen eine andere Religion praktiziert wird, beziehungsweise eben Themen, die sich durch verschiedene Religionen ziehen, mit Vertretern verschiedener Religionen auch feiern. Also wo es dann eben diese fantastischen Festivals gibt, wo eben das Judentum, der Islam, das Christentum, der Buddhismus, der Hinduismus, die Bahai, die verschiedenen Urvölker der schamanischen Religionen zusammenkommen und einfach sagen, es geht jetzt zum Beispiel um das Thema Liebe, es geht um das Thema Partnerschaft, es geht um das Thema Geburt oder Tod. Und jeder bringt seinen Beitrag dazu. Das heißt, keiner muss sich verändern und muss bis zu einem gewissen Grad seine Religion ablegen. Aber in diesem Kreis des Miteinanderwirkens sind wir in der vollen Toleranz, dass der gleiche Inhalt, der anders ausgedrückt wird von dem anderen, einen adäquaten Wert auf Augen- und Herzhöhe hat. Und da bin ich ziemlich sicher, lässt sich eben, weil Alela bereits schon so verflochten ist und schon so viel Basis der Interpretation und der Freiheit gibt, also wir haben ja wie gesagt nur Prinzipien, auch im Alela Yoga, es geht ja prinzipiell nur um dieses Gefühl, zum Beispiel in der Erde geht es nur um diese Bewegung, Pushing und Pulling, drücken in die Erde, aus der Erde ziehen, den Himmel pressen, aus dem Himmel hinunterziehen, es ist dieses Prinzip und dieses Prinzip kann man sehr, sehr wunderbar, also sowohl in verschiedenen Gebetsformen, Praxen, aber auch in der Idee von, ich ziehe etwas zu mir, ich bin etwas nahe und ich schaffe Raum. Ja? Das ist ja auch ein Urprinzip von Mann und Frau. Die Sexualität ist genau das. Maximale Vereinigung, kurz rausziehen und bevor wir es aber verlieren, wiederum hinein. Die sexuelle Praxis ist genau das. Rein, aber gerade nicht so viel raus, dass genügend Platz ist und wieder rein. Es ist ein ständiges Stoßen und Ziehen. Ja? Also wir haben beides. Und da lässt sich dann eben eine Verbindung schaffen zu, was ist sozusagen das Thema zum Beispiel jetzt, wie nehmen wir Erde wahr in der jeweiligen individuellen Weise. Das heißt, jedes Mitglied spricht und bringt seine Form der Idee zum Thema Erde ein und klingt sich dann in diesen Kreis des Pushing and Pulling ein und ist Teil dieses Erdkreises zum Beispiel. Und da sehe ich halt einen riesen Friedensauftrag. Abgesehen davon, dass es super interessant ist, weil wir sind immer in der gleichen Idee, wir sind immer in dieser gleichen Qualität, die uns nährt, weil sie mit der Urnatur des Menschen verbunden ist und Interpretationen aus den jeweiligen Religionen, Kulturkreisen der einzelnen Mitglieder der Gemeinschaft fließen dann auch noch mit ein. Und das ist vollkommen wurscht, ob die authentisch oder nicht authentisch sind, sondern sie sind passend und wichtig für den Einzelnen, die Einzelne. Und diese fühlt sich dann in diesem neuen gemeinsamen Wirken, diesem gemeinsamen heiligen Tanzen, Bewegen, verbinden
komplett gesehen in ihrer Individualität und ist gleichzeitig aber mit dieser Urquelle, diesem Ur, das ist, also passt so gut dazu, gell? Diese Urquelle, wie diese Sonne gerade hier so auf mich drauf scheint, verbunden. Ich bin das Individuum, ich bin mit meinem Habitus, mit diesem neongrünen Shirt und neongrünen Bandana, jetzt in meiner Kultur hier da, in diesem Kreis, in diesem Feuerkreis, und habe aber das Gefühl, dass ich dadurch, dass man mich vollkommen wahrnimmt, ich auch noch eine Verbindung hierher habe. Und da sind wir wiederum bei diesem starken, starken Bonding. Das macht Sinn, weil es mich verbindet, weil ich das Gefühl habe, ich werde gesehen und es gibt so viele Dinge, die mich mit den anderen verbinden. Und dieser Brainwash, es verbindet uns mehr als uns trennt, ist für mich der Hauptauftrag, den wir jetzt haben. Das ist es jetzt zu tun, das ist jetzt zu glauben und das ist jetzt auszugleichen im Vergleich zu dem, was wir halt in den letzten 100 Jahren medial erlebt haben. Also wenn wir jetzt die sämtliche Kriegspropaganda seit dem Ersten Weltkrieg hineinnehmen, dann ging es die ganze Zeit nur um Unterschied und Trennung. Die ganze Zeit ist es immer nur um Unterschied und Trennung gegangen. Speziell in der Religion, speziell dort. Und das jetzt sukzessive in den Gemeinschaften umzukrempeln und umzudenken, hat für mich einen unbeschreiblichen Impact auf das große Feld. Da bin ich wiederum ganz stark bei dieser Quantenidee, wie im Innen, so im Außen, wie im Kleinen, so im Großen. Wenn wir es im Kleinen zum Funktionieren bringen und leben können, dann wird es sich im Großen widerspiegeln, ob das Große das will oder nicht. Das ist nämlich das Tolle an diesen hermeneutischen Gesetzen. Also wenn wir das Gefühl haben, die Eliten und die Machthaber des großen Ganzen sind uns um so vieles voraus, haben keine Chance, uns in irgendeiner Form haben wir keine Chance, sie zu überzeugen, dann hören wir auf damit. Überzeugen wir nicht sie, sondern erschaffen unsere Überzeugung und leben danach. Und wenn das so funktionabel wie nur möglich und so nährend ist, also so, dass wir uns nicht streiten und in die Haare kriegen, dann haben die da draußen keine Chance. Das geht dann nicht, weil sich das eben stark spießt. Und wenn wir keine Angriffsfläche geben, dann breitet sich das aus wie ein positives Virus. Diese Form der Einigkeit, des Miteinanders, des gelebten, auch spirituellen gelebten Miteinanders. Und glaubt mir, es ist leider in der Esoterik-Szene eine unglaubliche Tradition des sich ständig Abhebens und Spaltens und nein, wir machen es nicht so und das ist die Schule und wir sind aber so und wir müssen uns wiederum abheben. Also je mehr leider die Schulen sagen, wir sind dafür da, dass wir alle Kulturen zusammenbringen, aber erst müsst ihr mal unsere Schule lernen. Ganz ehrlich, auch Alela ist in diesem System gefangen. Ich kann euch nur hinführen zu diesem Miteinander, wenn ihr mal mich versteht. Ja? Also so gesehen darf ich mich da hier auch nicht zu sehr mit dem Fingerzeig präsentieren, sondern sagen, ich mache es eigentlich auch so. Nur sehe ich, dadurch, dass ich ja so neugierig war in der Entstehung von Alela, mich als ein Repräsentant, der durchaus dann auch hält, was er verspricht. Das heißt, es geht dann schon mir darum, dass wir dieses Gemeinsame mehr feiern, als die Prinzipien des Alela. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich ein cooles, interkulturelles, interspirituelles Festival zu einer Community schaffen kann und dabei gehen ein bisschen jetzt, keine Ahnung, Instrumente des Alela-Yoga, die Qi-Pumpe und die Prinzipien, dass in der Erde so ist und im Wasser so, etwas verloren, ist mir das wurscht. Ist mir egal. Also ich für mich werde es sicherlich weiterhin ein bisschen pflegen, aber wenn ich sage, ich schaffe mit dieser Idee des Miteinanders etwas, wo ein bisschen was von meinem System geopfert werden muss, dann bin ich da sofort dabei. Ist ehrlich. Ja, also mir ist das lieber, es so etwas zu leben. Was mir wichtig ist, ist, dass in diesem Gelebten wir wissen, dass das Prinzip von Einigkeit und Miteinander diesen Urprinzipien von dehnen und zusammenziehen unterworfen ist. Das heißt, wir können sehr wahrscheinlich nicht immer in diesem Friede, Freude, Eierkuchen Gefühl, das wir schnell erzeugen können, verharren, sondern es muss sich weiten können, wo jeder wiederum zurück in seinen Tempel gehen kann, in sein individuelles, praxisbezogenes Ich
um dann wiederum in die Gemeinschaft zu gehen. Ja? Das heißt, nur weil wir das jetzt pflegen und machen, heißt es nicht, dass es nicht trotzdem Raum für dieses Individuelle geben muss. Denn wenn wir das nicht zulassen, dann haben wir den Konflikt, der sich nicht mehr so leicht lösen lässt. Auch nicht dann, wenn wir ganz viele tolle Instrumente haben. Wir müssen tun wir nichts, ne? Aber wir dürfen von der Natur lernen. Es gibt ein Anschwellen der Kräfte und es gibt ein Vergehen und ein Zusammengehen und eine Zeit lang ist eine Ruhe. So wie der Winter. 3 Monate, 4 Monate gibt's nichts. Auch wenig Interaktion. Wir Menschen können das machen, aber die Natur ist in ihrem Kern und da ist eine Ruhe. Und das zu respektieren und schon komplett ins System einzubringen, ja, in diesem, gerade das Thema Erde. Im Keltischen hat der Norden und die Erde auch etwas von Rückzug in die Höhle zu tun. Und diesen Aspekt gilt es zu ehren, um dann immer wieder im Jahreskreis neu aufblühen zu können. Das jetzt aber mein kleiner Beitrag zum Thema miteinander beten, forschen und auf seine indigenen Wurzeln achten. Ich freue mich über Weiterleitungen, Likes und Kommentare. Am allermeisten, ganz ehrlich, freue ich mich über Gruppen, die gerne interspirituelle, interkulturelle Festivals mit diesem Ansatz, den ich hier gebracht habe, feiern und mich gerne als Speaker bzw. als Anleiter dabei haben wollen. Ich freue mich auf unser nächstes Miteinander.